Donnerstagmorgen, 8 Uhr, auf dem Parkplatz hinter dem evangelischen Krankenhaus Duisburg-Nord. Das Equipment ist verstaut, der Tourbus ist startklar. Noch schnell ein Foto, dann kann es auch fast schon losgehen. Aber zuerst muss noch das Maskottchen aus dem Proberaum geholt werden. Das darf nicht fehlen, wenn die dritte Hälfte auf Tour geht. Rund 250 Kilometer über die A3 liegen vor Ihnen. Die 14-köpfige Krankenhausband vom Evangelischen Klinikum Niederrhein nutzt die Zeit, um sich schon einmal warm zu spielen. Ich kann nicht mehr. Während Hilal, Jörg und Lilly für den richtigen Sound sorgen, hat Busfahrer Pierre die Strecke im Blick. Kein Stau auf der A3, freie Bahn für die Musiker. Das ist auch gut so, denn der Zeitplan ist eng gestrickt. Ja, also nach der Generalprobe haben wir abgebaut. Heute Morgen ganz früh im Morgengrauen noch die letzten Sachen zusammengepackt. Und der Bus kam früh, das war auch cool. Sachen eingepackt, in den Bus rein, ein paar Aufnahmen gemacht und nochmal gecheckt. Letzten Abschiedskaffee und dann ging's los. Gegen Mittag ist der Tourbus am Ziel angekommen, das Sheraton Hotel in Frankfurt am Main. Hier findet der Jahreskongress der Deutschen Stiftung Organtransplantation statt, die wohl wichtigste Veranstaltung zum Thema Organspende. Eine Frage beschäftigt die Teilnehmer des Kongresses vor allen anderen. Der entscheidende Punkt ist die Zahl der Organspender, die wir in Deutschland haben. Und die lagen schon mal bei über 1250 Organspendern im Jahr. Und in dem letzten Jahr lagen sie bei 850. Und es kann gut sein, dass es in diesem Jahr noch niedriger ist. Die derzeitigen Zahlen weisen darauf hin, dass wir einen noch niedrigen Spenderstand haben werden. Auch hierzu will der Kongress ein Zeichen setzen. In Workshops und Vorträgen geht es um medizinische und ethische Fragen der Organspende, um rechtliche Rahmenbedingungen und um einen Blick darauf, wie Organtransplantation im europäischen und weltweiten Ausland organisiert wird. Am Abend geht ein langer und anstrengender Kongresstag zu Ende. Für die dritte Hälfte beginnt die Arbeit jetzt aber erst. Die Duisburger Klinikband baut ihre Instrumente auf. Sie wird bei der Abendgala für Musik sorgen. Schlagzeug, Percussion, Bass, 3 Gitarren, Keyboard, E-Piano, Saxophon, Akkordeon und 5 Sänger. Auf der Bühne wird's langsam aber sicher eng. Der Anfang vom Aufbau ist immer so, es muss einen geben, der das Große und Ganze übersieht und sagt, das Instrument kommt dahin, das Instrument kommt dahin. Und ja, es ist Routine, aber es ist auch stressig. Ja, das, man kann nicht sagen, dass man da viel Ruhe bei hat. Weil die Zeit drängt, gleich geht hier der Trubel los und dann muss das alles auch stehen. Ne? Und es muss sich auch gut anhören. Schon der Soundcheck ist eine Mammutaufgabe für die Musiker und ihre Tontechniker. Ja, wenn mal allein gehen, muss herkommen. Schlagzeug jetzt. Noch eine knappe Stunde, dann werden die Türen geöffnet. Und während sich die Kongressteilnehmer fein machen, wird auch der Saal herausgeputzt. Zur gleichen Zeit im Backstage-Bereich. Ab 21 Uhr soll die dritte Hälfte auftreten. Bis dahin heißt es warten, auch für Sandra und Melanie. Das Lampenfieber steigt. Ja, natürlich haben wir Schiss, aber wir freuen uns drauf. Wir haben ja 4 Stunden Spielzeit vor uns. Das ist eine Nummer, das ist unser erstes Mal heute. Ja, sehr aufgeregt. Aber wir schaffen es. Ja, sicher. Ja.
So, meine Damen und Herren, jetzt geht's weiter mit der Musik mit der dritten Hälfte. Und dann ist es endlich soweit. Fast 3,5 Stunden lang stehen die Musiker auf der Bühne, spielen sich dabei durch 4 Jahrzehnte Rock- und Popgeschichte und bringen die Teilnehmer des DSO-Kongresses ordentlich in Stimmung. Hier zu spielen hat für die Band eine ganz besondere Bedeutung. Ja, wow, das war auch so ein Traum. Diese Veranstaltung ist die wichtigste in Deutschland zum Thema Organspende. Also alle, die Ahnung haben davon, kommen auch hierher. Hier wird ausgetauscht und hier spielen zu dürfen, das ist für uns ganz, ganz wichtig gewesen. Einfach das Thema beschäftigt uns, treibt uns um. Wir sind diesbezüglich sehr, sehr viel unterwegs. Und hier zu spielen, das ist so ein Sahnehäubchen. Das war toll und wir haben es geschafft. Also wir haben die Leute mitgenommen und das war toll. Und das hat was mit Gemeinschaftsprojekt zu tun. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe und ich denke, heute haben wir eine Gemeinschaftsaufgabe gelöst. Also hat sich gelohnt. Wir hatten ja ursprünglich gedacht, wir machen Pausen, aber das ging dann ziemlich ab und wir haben einfach durchgespielt.